So, wir sind wieder im Pausenmenü. Wir gucken uns erstmal den Rucksack an. Hier können wir erstmal auswählen, was wir haben wollen. Erstmal links sind die Objekte, die man mit L2 aussuchen kann im aktiven Spiel, und rechts sind die Waffen mit R2. Waffenmäßig haben wir, glaube ich, gar nichts mehr da. Wenn wir die hier ausrüsten, die einzelnen Teile, dann kann man die werfen. Zum Beispiel, wenn man einem Soldaten irgendwas zu essen hinwirft, was verrottet ist, dann kann man ihn zum Kotzen bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird auch bei einem Bosskampf in Zukunft wichtig sein. Dazu aber später mehr. Ja, das aktive Sonar. Damit kann man dann, ich glaube, einfach Gegner sehen, die nicht im Sichtfenster sind. Personenmelder. Ja, der piept einfach, wenn jemand in die Nähe kommt. Ich glaube nicht, dass wir das unbedingt brauchen werden. Tarnung, genau, ganz wichtig. Man kann hier der Situation entsprechend immer die Bekleidung ändern. Es ist wichtig, dass immer, wenn ihr grob gesehen immer ein neues Terrain kommt, das immer schön überprüft, ob es nicht irgendwas gibt, was zum Beispiel wenigstens plus 5 auf irgendwas gibt. Dann hier Bemalung, ähnliches Prinzip. Wir haben sogar solche Bemalungen. Deutschland haben wir auch. Italien kommt gerade gut. Es gibt auch noch ganz andere Farben, die auch noch irgendwelche Effekte haben, aber dazu ein anderes Mal. Ich mache es einfach ganz normal grün, weil ich möchte nicht unbedingt mit einer Flagge als Bemalung rumlaufen müssen. So. Ach ja. Okay, weiter. Ich sehe dich, okay. Jetzt kommen wir, glaube ich, erstmal in einen Sumpf oder sowas. Ich nehme jetzt erstmal wieder das Messer. Ja, hier können einen Blutegel infizieren, und an die Krokodile sollten wir auch nicht so nah rankommen. Was aber von Interesse ist, ist der Bienenstock dort, oder Hornissenstock, wie auch immer. Honig ist wirklich eine gute Quelle, um etwas zu essen zu haben. Jupp, die schlagen auch mit den Schwänzen zu. Ganz fies ist es, wenn man sie unter Wasser antrifft. Jetzt haben wir ein bisschen, ich glaube, Munition bekommen für die Pistole. Jetzt haben wir hier, glaube ich, ja. Ich glaube, ich würde mir doch lieber eine Schlange noch holen. Es gibt auch Tiere, die sich wehren, wenn man sie isst. Und hier die Alligatoren, die kann man auch killen und das Fleisch von denen bekommen. Die droppen dann 3 Einheiten Fleisch. Ja, das mit den Trophies, das nervt ein bisschen. Ich hatte die mal die Version für die PlayStation 2. Spotted two enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer.
The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Yep, weiter geht's. Wir werden uns jetzt zuerst hier drin verstecken. Und ich glaube, sobald der Kerl in der Nähe ist, werden wir ihn aus dem Ding hier heraus erschießen können. Beziehungsweise mit einer Betäubungskugel erschießen. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe... Nee, heilmittelmäßig brauche ich noch nichts. Das kommt auch erst später. Okay, jetzt holt sie. Man kann denen auch die Funkgeräte abschießen und dann können sie keine Hilfe mehr rufen. In jedem Gebiet gibt es wenigstens einen mit dem Funkgerät. Okay, jetzt wird der Kopf vielleicht ein bisschen... Okay. Muss den zweimal schießen. Einmal habe ich wahrscheinlich seine Schulter getroffen. Man kann auch... sag schnell. Kann man die... nehmen... irgendwie kann man Körper nehmen und schütteln. Okay, es ist jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht geht das in diesem Spiel auch noch gar nicht. Da muss man eben aufpassen, wo man die Kerle tötet. So, da dürfte jetzt noch irgendwo einer sein. Ja, da hinten sehe ich ihn. Hier rechts da, auf diesem Baumschumpf da, da könnt ihr so einen Frosch sehen. Das ist so eine kleine Statue und in manchen Gebieten gibt es die. Und man kann die dann abschießen und wenn man alle gefunden hat, dann bekommt man, glaube ich, eine besondere Tarnung oder sowas. Wozu die aber gut ist, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt, bis der Soldat so ein bisschen näher gekommen ist wieder. Und dann kralle ich mir den Kerl. Man kann die auch, wie gesagt, im Nahbereich dann greifen. Und dann kann man eine besondere Wurftechnik machen oder die verhören. Oh, das ist ja noch ein zweiter. Den kannte ich noch gar nicht. Beziehungsweise an den kann ich mich nicht erinnern. So einfach ist das. Wenn ich mich entscheide, das wieder zu Let's Playen, dann werde ich mal gucken, wo man die ganzen Frösche findet. Man kann die auch bedrohen mit der Waffe. Und dann können sie Items für einen droppen. In Metal Gear Solid 2 gab es so eine Mini-Quest, beziehungsweise für einen Unlock, musste man bestimmte Soldaten damit ausnehmen.
Ja, was ich sagen wollte, man kann die Soldaten damit ausnehmen in Metal Gear Solid 2. Ups. Okay, da habe ich mir das falsche Ziel gesucht. Dann konnte man was Bestimmtes unlocken, wenn man die Dogtags von denen bekommen hat. So, ich glaube da unten. Ups, nein. Da wollte ich nicht hin. Ich glaube, da unten liegt eine Waffe, aber die brauche ich nicht, weil die tödlich ist auf jeden Fall. Und, oder ist das eine Camo? Ach, egal. Brauche ich nicht. So, wir sind wir direkt da schon bei der Fabrik, wo wir, glaube ich, hin müssen. Reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. So, ich werde hier speichern. Dann mache ich einen Cut und ich hoffe, dass ich die nächsten 15 Minuten darauf beschränken kann, dass ich den Typen rette und die nächste Videosequenz drauf bekomme, was ich nicht erwarte, aber ansonsten mache ich nachdem ich hier fertig bin, einen Saving the Cut. game, Snake? Wie gesagt, ich möchte das Spiel durchspielen, ohne wenigstens gesehen zu werden und dass es keine Opfer gibt, das ist mir relativ egal jetzt erstmal. Hey, Snake? You ever heard of Godzilla, King of Monsters? No. What is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Serizawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why is that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun.
Ja, ihr merkt, Paramedic ist ein ziemlicher Filmfanatiker oder Fanatikerin. Und Major Tom, beziehungsweise später Major Zero, steht total auf James Bond. Und da gibt es auch ein nettes kleines Gespräch, wo es nur um James Bond und Snake geht. Das ist so genial. Ja, wie gesagt, ich mache einen Cut und wir sehen uns dann.